Bei der Pressekonferenz wurde nach wie vor Optimismus verbreitet, sprich man glaubt nach wie vor an den Klassenerhalt. Nichtsdestotrotz muss man sich ja langsam Gedanken machen, was passiert, wenn es dann doch nicht reicht. Wie sieht es denn von Seiten der Vereinsführung aus? Macht man sich schon Gedanken über die Red Sachliga? Der Faktor Zeit ist sicher eine ganz entscheidende Rolle in dieser Phase. Eine zweigleisige Planung ist grundsätzlich fast nicht möglich. Dennoch bin ich überzeugt davon, dass Altach mittlerweile eine so gute Adresse geworden ist im bezahlten Fußball in Österreich, dass wir auch zukünftig, egal in welcher Liga der Cashman SC Altach spielen wird, eine schlagkräftige Truppe haben wird. Jetzt gehen wir noch davon aus, dass es die erste Liga ist. Totgesagte leben bekanntlich länger. Viele glauben nicht mehr an die Chance. Wir glauben daran und das gilt es jetzt einfach auf die Spieler zu übertragen und am Donnerstag zu gewinnen. Und dann gehen wir davon aus, dass Rapid planmäßig sich auch von seinen Fans so verabschiedet, also sprich mit einem Sieg gegen Mattersburg. Und dann kommt es zu diesem Showdown. Und dann werden sich auch die Nerven eine Rolle spielen. Und von uns in Salzburg wird niemand was erwarten. Mattersburg hat den Druck zu Hause gegen den LASK. Also es ist für Spannung gesorgt. Wenn es dann so kommen sollte, okay, dann sind wir alle wieder gefordert, unseren Fans etwas zurückzugeben und das heißt, alles zu unternehmen, um wieder eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen, um in der Saison 2009, 2006 dann wieder angreifen zu können und eine neue Herausforderung finden zu können. Das wurde oft die Qualität der Mannschaft, der Spieler auch kritisiert. Das hat sich jetzt über die Winterpause merklich verbessert. Muss man sich da auch überlegen, dass da Fehler gemacht wurden im Sommer, im vergangenen Sommer beim Einkaufen, bei der Planung, bei der Mannschaftsaufstellung? Ganz sicher, und das haben wir auch immer wieder betont. Ich glaube, das braucht man nicht mehr großartig zu wiederholen. Diese Kurskorrektur, die im Winter vorgenommen wurde, die spricht für sich und das ist auch ein klares Zeichen gewesen, dass man Fehler eingesehen hat, dass das ein Eingeständnis ist. Wir haben die Korrektur vorgenommen und ich denke, in einer imponierenden Art und Weise, wie der Verein hier agiert hat. Dass wir jetzt nach wie vor in dieser misslichen Situation stehen, ja, das bedauern wir alle natürlich sehr und wir wären natürlich auch gerne belohnt worden für dieses Risiko, dass wir da gegangen sind. Aber noch ist nicht aller Tage Abend.